dem Comedes-Luftentfeuchter mit einer Entfeuchtungsleistung von 75 Litern pro Tag. Er schafft also ca. 25 Liter mehr als die beiden zuerst vorgestellten Modelle, kommt dabei aber noch mit einem äußerst fairen Preis. Er ist nicht der klassische Bautrockner, wie man ihn beispielsweise beim Trotec TTK hat, sondern er erinnert eher an ein Modell, welches auch für den Heimgebrauch gut geeignet ist. So oder so, entscheidend ist ja die Leistung, die liegt hier wie gesagt bei 75 Litern pro Tag und damit kann er eben auch Baustellen sehr effektiv entfeuchten. Aber auch für die Schimmelbekämpfung oder die Trocknung nach großen Wasserschäden ist das Gerät durch seine hohe Leistung sehr gut geeignet. Es wälzt bis zu 550 Kubikmetern pro Stunde um und besitzt einen Wassertank von 4,8 Litern. Natürlich kann man an das Modell aber auch einen Abflussschlauch anschließen und es dadurch im Dauermodus benutzen. Durch das Bedienfeld an der Oberseite des Modells kann man hier eine Zielluftfeuchtigkeit einstellen, sowie das Gerät dann eben im Automatikbetrieb anhand dieser Werte laufen lassen. Man kann einen Timer einstellen und auch die Entfeuchtungsleistung in zwei verschiedenen Stufen einstellen. Mehr Infos zum Comedes Demeco Modell über den vierten Link in der Videobeschreibung.